Ja, und damit herzlich willkommen hier zurück bei Dead Space. Ich bin's, der Mr. Romano, und ich bin hier zu Gast beim Cooper. Hallo. Cooper ist momentan nicht anwesend. Bitte sprechen Sie nach dem Piep. Piep. Hallo, Cooper! Okay, gut. So, du hast nicht weitergemacht. Wenn man denn da schön ist. Oder? Guck mal, was oben drüber steht. Lachhalle? Ja. Ja. Zutritt nur für autorisiertes medizinisches Personal. Ah, geil. Sind wir doch, oder? Ja, sind gut ausgerüstet zumindest. Ja. Wir können chirurgisch. Apropos gut ausgerüstet, guck mal, was ich im letzten Teil alles geschafft habe hier. Oh mein Gott. Ja, hast du weitergemacht? Oder hast ich habe hab einen Teil weitergemacht. Ah, und dann hatte ich zu viel Angst und deshalb habe ich dich geholt. Achso, ja toll. Ja, und hier, da war diese komische Frau, die sich selbst getötet hat. Nachdem ich sie nicht töten konnte. Ja, okay, ich erinnere mich. Also ich habe sie auf sie geschossen so und dann dachte ich, ah, ich kann durch das Glas durchschießen, aber nein, natürlich nein. Nicht. Ja, manchmal wünschte ich mir sowas auch. Na, dann werden wir doch mal. Ja, Audiolog hier, heb das mal auf. Wissenschaftliches Logbuch, Chief Science Officer Dr. Kein. Die Probleme in der Kolonie machen mir große Sorgen. Zweifellos haben sie mit der Entdeckung des Markers zu tun. Ach Quatsch. Genau das alles. Achtung. Das gibt's noch in Fast 40% der Kolonisten sind dem Wahnsinn verfallen. Zu dessen offensichtlichen Symptomen akute Depressionen, Schlaflosigkeit und Halluzinationen zählen. Diverse gewalttätige Ausschreitungen und selbst Mord deuten ebenfalls auf extreme Paranoia hin. Die hast du auch ein bisschen aufgerüstet, oder? Soll ich einige der Infizierten Die hat ganz gut reingehauen gerade. Der planetare Psychiater Dr. Walland hat berichtet, dass seine eigenen Analysen fruchtlos waren. Ich zögere momentan noch, mich auf Dr. Mercer zu verlassen, aber ich brauche seine Expertise. Wir brauchen Lösungen, und zwar schnell. Ach Quatsch, geht doch auch alles so. Ja. Bringst dich doch nur alle um. Warte mal, wo war ich gerade stehen geblieben? Ach ja, ich wollte auf die Uhr gucken, genau. Ach so, okay. Mhm. Ah. Mhm, neun Schuss. Nee, ich hatte eben die fette Wumme. Ah ja. Scheiße. Scheiß die Wand an. Hallo. Hallo. Da will jemand Hallo sagen. Oh. Was ist das für ein komisches Vieh? Kill das Vieh! Ja, ich kann da nicht durchschießen. Oh, ist ja gay. Dann würde ich von der Fensterscheibe weggehen. Wirklich? Ah, das sieht schon ganz schön hässlich aus. Ich würde von der Fensterscheibe weggehen. Das Teil ist aber auch nicht. Du killst zuerst das fliegende Vieh. Das steckt sonst noch mehr an. Sehr gut. Würmchen. Ihhh. Würmchen. Ihhh. Würmchen. Ging ja besser, als ich gedacht habe, oder? Ja. Beim ersten Mal hatte ich noch nicht so raus, das Vieh zuerst zu killen. Oh, da liegt doch noch was drin, irgendwas Wichtiges. Wo? In diesem Raum. Wo das Vieh gerade rauskommt, da rechts in der Ecke. Medipack, Medipack. Oh, dieses Geräusch, das gibt's auch, Codes erhalten und sie sehen gut aus. Gott sei Dank. Ich werde mir jetzt die Aufzeichnung mit Captain... Ja, brauche ich nicht. Ich melde mich bei Ihnen. Ich werde rausfinden, was auf diesem Schiff los ist. Muss ich heilen? Ach, was? Hier. Nee, help. Hier. Vier, oh, Darkness. Nein. Oh, nicht vier. Das ist genauso schlimm. Kuckuck. Ah, ja. Du Scheiße, ey. Oh, was haben wir denn? Nee, es gibt auch für manche Handys gibt es so einen ähnlichen Ton, wenn man wenn man hier so eine Aufgabe erfüllt hat. Und es ist so schrecklich, wenn man die ganze Zeit diesen Ton hört. Ich mag dieses Teil. Ach ja. Kannst den Tisch auch durch die Gegend feuern und so. Echt? Nee, nicht den da. Ja. Ui! So geil. Ich liebe das. Achso, da war ja gar keine Glasscheibe mehr. Oh, da liegt noch was rum.
Todesfall im Schiff, verstorbener Captain. Es gibt traurige Pflicht, Captain Benjamin Mathias. Offiziell für tot zu erklären, Berichte über den ganz genauen Umstand des Ablehnens in Widersprüche und ziehen sich meine Befugnis hier. Ich kann lediglich den Zustand der Leiche berichten. Der Verstorbene erfreute sich einer für sein Alter guten Gesundheit, obwohl ein oberflächlicher Bluttest erkennen ließ, dass seine Leukozytenanzahl sehr gering war und kaum Eosinophilen irgendwas existierten. So, letzter Satz, ne? Ob diese Einwirkung vorsätzlich oder fahrlässig geschehen, entzieht sich meiner Zuständigkeit. Okay. Und weiter. Ja. So. Bevor man hier was liegt da oben. Ich bin reingetreten! Er hat jetzt Leber am Schuh. Immer ein unbeleuchteter. Scheiße. Ich mag keine Aufzüge. Man weiß nie, wo die aufgehen. Da kommt ein Fuß raus. Oh, ich hab, hallo! Ich hab grad echt kurz gedacht, der lebt noch. Och nö, großer Raum. Schieß denn mal den Kopf ab. Dem? Ja. Warum? Ich hab irgendwie so die Befürchtung, dass hier gleich wieder so ein Vieh reinflattert. Ach was, lieber drauf treten. Ja, ist auch gut. Und die können das nur in den Kopf machen? Ja, ich glaube, wenn die keine Gliedmaßen mehr haben, dann machen die das, glaube ich, auch nicht mehr. Ach was, die wachsen nach. Ja, die kriegen nur diese komischen Stacheln. Ihhh. Aha. Er hat schon einmal ein Bein geknabbert. Oh, dieses Geräusch. So, warte mal, wo liegt hier was? Das ist so unser Dissen-Spiel. Okay. Wo dann musst du? Also ich könnte in diesen Raum da rein. Ich hoffe, dass du das auch gehört hast. Das war ich. Achso, das warst du? Ah, dann bin ich ja beruhigt. Ja, kannst du auch. Brauchst keine Sorgen machen. Und dann? In dem Spiel wird alles gut. Ja. Man stirbt auch nicht am Ende, oder? Nö. Stimmt nicht, nö. Kann ich das Teil eigentlich wieder rausziehen? Nein. Stellt sich die Frage, warum sollte ich das wieder rausziehen? Scheiße. Nochmal nachladen? Geht nicht. Also, Linksklick habe ich schon geübt. Was für Linksklick? Ja, Linksklick. Um mich schlagen. Ach so. Ach, hast du wieder... Ja. Deine Trainingseinheiten gemacht. Hab ich. Sogar diesmal mit der großen Wumme. Das Teil haut ordentlich rein. Notiz. Kann ich nicht lesen. Irgendwas mit Enter Room oder so. Enter Room? Ja. Aufpassen. Enter Room. Alter. Geil. Junge. Oh, jetzt, ja, bei dir sind jetzt schon die schweren Gegner. Okay, vielleicht sollte ich doch drauf schießen. Los, heil dich mal. Der lebt noch. Immer schön heilen. Das sind die schweren Gegner. Ja, das sind diese dunkleren Nekromorphen. Das sind die... Du hast wunderschöne Augen. Oh mein Gott. Oh, scheiße, jetzt bin ich doch noch mal geheilt. Ich wollte eigentlich F drücken. Ach komm, jetzt halt die Backen da oben. Du bist nachgeladen. Ach nö, oder? Oh Gott. Einer von denen hat es irgendwie runter ins Cockpit des Captains geschafft. Aber ich konnte ihn in einer defekten Rettungskapsel einsperren. Das ist ein wichtiger Punkt, sonst wäre... Ich hebe jetzt die Abschottung auf. Da sind die Deckprotokolle. Was auch immer hier passiert, es kam aus dem Planeten, als sie die ersten Stollen wurden. Es verbreitete sich in der Kolonie und erreichte dann das Schiff. Das ist keine Infektion. Das ist eine außerirdische Lebensform. Scheiße, wir haben noch ein anderes Problem. Die Schiffsantriebe sind offline und unser Orbit zerfällt. Gehen Sie rüber zum Maschinendeck. Ich bleib hier und versuche rauszufinden, wo das Problem ist.
Ah ja. Die Teile waren oberlustig, oder? Was für Teile? Waren das nicht so Würmer? Ja, gut. Ja, dann hat es so. Ich wollte jetzt nichts verraten, aber. Die haben mich immer so ein bisschen abgefuckt. Nee, ich fand die Tode immer so toll. Das war das Einzige, was ich mir von Dead Space schon mal angeguckt habe. die Tode? Ja. Also, okay. Ja, das ist ein bisschen fies, weil man denkt noch, man schafft's noch, und dann. Nee. Strahlenmunition, okay. Ich die Strahlenkanone verkaufen. Nein. Jetzt kein Flammenwerfer. Strahlenmunition ist neu. Die ist auch echt teuer. Die ist halt auch einfach gut, die Waffe. Die da? Ja, aber da hast du gerade verkauft. Ja. Oh. Was ist denn das? Ah, das sind. Achso, das sind diese komischen Granatendinger. Ja, genau, das ist. Ich glaube, die Granaten. Hat er hier schon Granatenwerfer? Ich glaube nicht. Ich glaube, hier ist es noch als Sekundärfeuer für die Waffe, ist es noch so Streufeuer-Gedöns. Keine Ahnung. Guck mal, ich hab zwei große Medivacs hier. Ja. Okay. So, wo müssen wir denn lang? Weiß ich nicht. Evacuate this area. Jetzt. Immediately. Ah, waren das nicht diese komischen tollen Leute, die da rumfliegen? Nein, doch nicht. Was für komische, tolle Leute. Nee, das war woanders. Achso. Tschüss. Es wäre geil, wenn du jetzt jemanden getroffen hättest. Der nächste kommt bestimmt gleich. Ich glaube, hier war ich schon mal. Ah, da. Wie noch ein Shop. Gibt's hier was Neues? Nein. Nein? Ach, scheiße, ey. Also ich muss schon sagen, der erste Teil, das war schon der beste. Jetzt wo ich es wieder ansehe, das ist schon geil. Ich glaube, das Ding ist abgestürzt. Kann ich da hinterher? Nein. Nee. Ich geh da mal rein. Alter Schwede, ey. Ah, noch ein Teil vom Schiff erkunden. Geile Scheiße. Yeah, du hast wieder ein Kapitel geschafft, sei froh. Abgeschlossen. Was? Du bist jetzt bei Kapitel 2 gewesen. Ja. Leute, also ich sag mal, die Runde ist erstmal vorbei. Ach so, okay. Ja. Und dann sehen wir uns gleich wieder, oder? Jo, alles klar. Bis gleich. Tschüss.